Hallo ihr Lieben, ich bin Osina und ich möchte euch heute eine Yoga-Übung zeigen. Und zwar machen wir heute Balasana, die Haltung des Kindes. Das ist eine Yoga-Übung, die man ganz oft am Anfang der Stunde macht, die man zum Entspannen zwischendurch machen kann, wenn es ein bisschen zu viel wird zum Beispiel. Die entspannt den ganzen Rücken, macht die Wirbelsäule lang, schafft Raum für den Atem, dass wir auch in die Körperrückseite atmen, was wir oft viel zu wenig machen. Und dann zeige ich euch noch ein paar kleine Varianten, mit denen wir ein bisschen den oberen Rücken trainieren, den Nacken mobilisieren und stärken und zum Schluss noch ein bisschen den Oberkörper aufdehnen. Viel Spaß dabei! Vielleicht braucht ihr eine Decke, besonders wenn ihr Knieprobleme habt oder wenn ihr wisst, oh, ich kriege den Popo niemals Richtung Fersen, werde ich euch gleich zeigen. Ihr dürft euch die Decke jetzt holen, ihr könnt es erstmal ohne Decke probieren, ihr könnt die Decke auch später holen. Viel Spaß! Du setzt dich auf deine Fersen, wenn das nicht möglich ist, weil deine Knie das nicht mitmachen. Schnapp dir, wie gesagt, eine Decke, das kann auch ein Handtuch sein, du kannst sie falten, du kannst sie rollen und entweder in die Kniekehlen legen oder je nachdem, das entscheidest du selbst. Im Yoga hört man immer auf seinen Körper. Oder du legst sie auf die Fersen, setzt den Popo da drauf. Wichtig ist, dass deine Fersen sich berühren und dass du die Knie ein wenig öffnest, so dass dein Bauch, dein Oberkörper nach vorne sinken kann. Setz die Hände vor dir auf, schieb den Popo schön nach hinten und dann lass langsam den Oberkörper nach vorne unten sinken. Balasana legt man eigentlich die Stirn auf die Matte und die Hände nach hinten neben die Füße, Handinnenflächen zur Decke gerichtet und die Handrücken liegen auf der Matte. Wenn es noch ganz früh am Morgen ist, wenn du so ein bisschen noch steif dich im Rücken fühlst oder wenn du weißt, mein Rücken, mein Stirn kommt niemals dahin, dann stapel gern deine Fäuste, schieb die Ellenbogen nach außen, dass die Schultern locker sind und lass die Stirn auf die Hände sinken. Achte auf deinen Nacken, spür in deinen Nacken rein, dass der lang ist, egal wo deine Stirn liegt, ob auf den Fäusten, auf gestapelten Händen oder auf der Matte. Du willst den Kopf nie in den Nacken legen, der Nacken soll lang sein. Und vom Gefühl her legst du eher den Haaransatz als die Nasenwurzel ab. Und dann finde für dich die Position, in der du den Kopf schwer ablegen kannst, auf den gestapelten Händen, gestapelten Fäusten oder auf der Matte. Arme nach vorne gestreckt, wenn sich das für dich angenehmer anfühlt oder Hände neben den Füßen abgelegt. Wenn dein Kopf schwer auf der Matte liegt, spür nochmal in den Popo rein. Und lass deinen Po nach hinten unten Richtung Fersen sinken. Jawohl, sehr schön. Langer Nacken, schwere Stirn. Und jetzt möchtest du sowohl die Stirn als auch den Po ganz schwer nach unten Richtung Matte, Richtung Fersen, Richtung Hände sinken lassen. Und dadurch beschreibt deine Wirbelsäule so einen kleinen Bogen und zwischen den Wirbeln entsteht ganz viel Platz. Schließ deine Augen, wenn es für dich möglich ist, wenn du möchtest. Und dann atme tief durch die Nase ein. Die ganze Wirbelsäule entlang bis nach hinten unten ins Steißbein. Und mit dem Ausatmen wirst du nochmal schwer. Sinkst tief in die Matte, wenn es dir hilft. Schaukel, ruckel ein wenig hin und her. Entspann die Schultern. Oft hilft es, wenn man die Ellenbogen noch ein bisschen weiter auseinanderzieht, wenn Hände oder Fäuste aufgestellt sind. Und dann gönnst du dir hier einfach ein paar tiefe Atemzüge. Jederzeit die Knie ein bisschen weiter öffnen. Jederzeit nochmal Gewicht in den Po, in die Stirn geben, um die Wirbelsäule lang und weit werden zu lassen. Atme bewusst durch die Nase, in die Kehle, die ganze Wirbelsäule entlang ein. Und mit dem Ausatmen lässt du die Schultern schwer nach rechts und links sinken. Du sinkst tiefer Richtung Matte. Atme bewusst und lang die ganze Wirbelsäule entlang ein und lass ganz bewusst Steißbein und Stirn schwer werden. Nimm wahr, dass der Atem in deinen Bauch strömt. Dein Bauch berührt vielleicht deine Oberschenkel. Und du spürst, wie der Atem tief einströmt, wie dein Bauch sich weitet und wie der Atem wieder ausströmt. Dadurch, dass dein Bauch auf den Oberschenkeln liegt, ist gar nicht so viel Platz, um nur in den Bauch zu atmen. Das heißt, du kannst wunderschön hier in die Flanken, in den unteren Rücken atmen. Gönn dir noch 3 Atemzüge ganz bewusst in die Flanken, in den unteren Rücken ein.
und über die Schultern, übers Steißbein und über die Stirn aus. Ein letzter genüsslicher Atemzug. Und dann hebst du als erstes einatmend den Kopf an. Nasenspitze und Stirn gucken nach unten. Und wir bringen alle unsere Hände nach vorne. Schulterbreit, gerne noch ein bisschen breiter. Und wir rollen als erstes die Schultern zurück, machen Platz für den Nacken. Stell die Fingerspitzen auf, die Handgelenke schauen zur Decke, die Nasenspitze nach unten. Atmen immer noch tief in die Wirbelsäule ein. Roll nochmal mit dem Ausatmen die Schultern zurück. Und dann bleib hier für einen kleinen Moment, spür die Länge im Nacken und mit dem nächsten Einatmen drehst du deinen Kopf zur linken Seite und ausatmen nach unten, Nasenspitze und Blick zum Boden. Ein, zur anderen Seite und aus. Achte drauf, dass dein Nacken schön lang wird. Eindrehen, aus, zurück zur Mitte. Und der Kopf hängt nicht in den Nacken, dein Scheitel zieht nach vorne, dein Steißbein zieht nach hinten. Jawohl, aus. Einmal ein und aus. Wir bleiben in der Mitte, roll nochmal die Schultern zurück, schieb die Fingerspitzen fest in den Boden und heb vielleicht den Popo ein wenig an. Ein wenig mehr Kraft in die Körpermitte, in den Bauch bringen. Und dann hebst du deinen vorderen Arm an, atmest weit ein. Schau gerne der Hand hinterher, wenn es für deinen Nacken okay ist. Und ausatmen, zieh dich lang nach vorne, Nasenspitze und Stirn schauen zum Boden. Stell die Hand auf, atme ein. Öffne dich nach hinten, mach einen großen Kreis mit dem Arm und aus. Lande wieder vorne in der Mitte. Ein, weit öffnen und aus. Nacken lang, Arm lang, Flanke lang. Weit ein und entspannt und lang aus. Jede Seite noch einmal. Weit ein, lang aus. Ein und aus. Ein letztes Mal. Gerne nochmal mit dem Blick der Hand folgen, dass dein Nacken schön sich mitbewegt, mitmobilisiert wird. Und dann landen wir wieder hier. Schieb bewusst den Po nach hinten. Lass gerne die Stirn noch einmal sinken, Nacken lang. Und kleine Pause für die Arme. Bring die Hände neben die Füße. Wenn deine Stirn nicht auf der Matte landet, komm gerne wieder zu den Fäusten oder den gestapelten Händen als Variante. Zwei Atemzüge hier bleiben. Und dann beginnen wir mit der nächsten Einatmung wieder den Kopf zu heben. Blick bleibt nach unten gerichtet. Stell die Fingerspitzen wieder auf. Achte wirklich drauf, breiter als Mattenbreit, als Schulterbreit. Ihr habt vielleicht gar keine Matte zu Hause, so dass deine Schultern entspannt sind. Roll die Schultern zurück, Kopf ist in der Mitte. Und mit dem nächsten Einatmen hebst du den vorderen Arm und drehst dich zu mir auf. Jawohl, aus, zurück zum Boden. Schieb den Po nach hinten Richtung Fersen, dreh den Brustkorb weit auf und sink wieder nach unten. Aufdrehen, einatmen, lange obere Flanke und aus, langer Rücken. Auch hier jede Seite noch einmal. Po nach hinten, Brustkorb aufdrehen, drehen, drehen und zurück zur Matte sinken. Ein letztes Mal nach hinten und lande. Bring die Hände unter die Schultern, schieb dich einmal hoch, mach deinen Rücken kurz rund. Locker deinen Kopf, locker den Nacken und wir kommen noch in ein gedrehtes Kind, eine Öffnung für den oberen Rücken. Du setzt deine vordere Hand weit nach vorne auf und den hinteren Arm fädelst du unterm vorderen Arm durch. Popo darfst du erstmal anheben, bis du die Armposition hast. Die untere Hand liegt auf dem Handrücken, Handinnenfläche schaut zur Decke und die vordere Hand, die schiebt fest in den Boden. Und jetzt ziehst du deinen Po nach hinten Richtung Fersen. Mehr Richtung Ferse vom unteren Arm und dann legst du sanft den Kopf ab, entspannter Nacken,
Lange Rücken. Und wenn du magst, stell die Finger von der oberen Hand ab und krabbel noch so ein bisschen mehr nach vorne. Du kannst den unteren Handrücken in den Boden drücken, um deinen Brustkorb ein wenig aufzudrehen. Und du entspannst beide Schultern, vor allem die obere. Der Arm krabbelt vor, aber du ziehst die Schulter wieder ein bisschen zurück. Atme vor allem hier in die obere Flanke ein und über den unteren Rücken aus. Und bleib noch für 2 Atemzüge. Jawohl. Um aus der Position rauszukommen, bringen wir die obere Hand vor unser Gesicht, schieben uns sanft nach oben, gerne nochmal beide Hände in die Matte, Rücken rund, Nacken lang und locker und wir wechseln die Seite. Wenn es dir unangenehm war, die Wange auf die Matte zu legen, darfst du dir gerne auch hierfür eine Decke holen, auf die du dann deinen Kopf legen kannst. Wir stellen den hinteren Arm weit nach vorne auf. Der vordere Arm krabbelt unterm hinteren Arm durch, schiebt weit rüber in die Seite und du legst deine Wange, deine Schläfe auf die Matte. Achte darauf, dass die Wange, nicht die Schulter auf der Decke liegt. Und dann schiebst du den Po nach hinten, krabbelst den oberen Arm vor. Schieb die Fingerspitzen in die Matte, mach die obere Flanke lang. Und lass den unteren Rücken, lass die Schultern, lass deinen Kopf schwer werden. Spür wieder, wie der Atem in deinen Bauch, in die Flanken, in den unteren Rücken strömt. Drück gerne den Handrücken von der unteren Hand in die Matte und dreh dich ein klein wenig mehr auf. Auch hier noch 2 genüssliche Atemzüge bleiben. Fingerspitzen vorne in die Matte, Handrücken in die Matte und Po Richtung Fersen. Dann hebst du wieder die obere Hand an, setzt sie vor deinem Gesicht auf und schiebst dich nach oben. Beide Hände unter die Schultern aufstellen, mach den Rücken einmal rund, schüttel deinen Nacken durch und dann rollst du dich Wirbel für Wirbel nach oben auf. Wenn du gerne noch einmal zum Ausgleich in Balasana kommen möchtest, dann darfst du das gerne tun. Du darfst da jederzeit so lange bleiben, wie du möchtest. Ich verabschiede mich an dieser Stelle von euch, bedanke mich fürs Zuschauen und fürs Mitmachen und wünsche euch ganz viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.